Der emotionalste Moment für mich bei Princess Charming Folge 1. Meine Oma habe ich immer an mir hier. Als ich dann 14 war, ist sie dann schon ja, viel zu früh irgendwie verstorben. Ich hatte halt auch nie eine Chance, mich vor ihr zu outen und weiß halt nicht, wie sie darauf geht. Ich hoffe, dass sie cool damit ist. Es ist halt doof, dass sie das nicht so miterleben kann. Wow, super crazy. Ich kann zu 100% relaten. Mein Dad ist auch gestorben, bevor ich mich bei ihm geoutet habe oder mich outen konnte. Ich frage mich auch bis heute, wie er reagiert hat. Er hätte erst approved. Jetzt gucke ich so in den Himmel und bin so bestimmt. Aber im Endeffekt hat Madeleine recht, man weiß es nicht. Auch wenn man natürlich irgendwie so erhofft, dass man akzeptiert worden wäre, weiß man es im Endeffekt nicht. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass sie das angesprochen hat. Was sind eure Gedanken dazu?